Wir geben heißes Wasser in diesen Kanister und werden ihn von unten ein bisschen erwärmen. Wir heizen jetzt hier unten hinein. Kurzen Moment, will ich noch was sagen. Also wir heizen das jetzt auf, Wärmeversuche dauern leider eine Zeit. Wir werden drinnen das Wasser verdampfen. Das verdampfende Wasser druckt die ganze Luft aus sich. Es bleibt also nur Wasserdampf drinnen. Und dann schrauben wir zu. Wasserdampf, keine Luft, nichts. Wenn wir das jetzt dann abkühlen, wird der Wasserdampf kondensieren. Es bildet sich ein Vakuum und die Dosen geht zusammen. Aber 5 Minuten werden wir schon brauchen. Also geben wir Gas. Die schematische Darstellung des Versuchsaufbaus bzw. des Ablaufs zeigt nochmal die Vorgänge, die dazu führen, dass sich im Fass ein Vakuum bildet und letztendlich das Fass implodiert. Das Wasser im Fass wird kontinuierlich erhitzt, bis es seinen Aggregatzustand wechselt und gasförmig wird. Es verdampft also, und da das Wasser im gasförmigen Zustand ein viel größeres Volumen einnimmt als im flüssigen Zustand, verdrängt der Wasserdampf die noch im Fass verbliebene Luft. Zur Erinnerung sei hier erwähnt, 1 Liter Wasser nimmt im gasförmigen Zustand ein Volumen von 1673 Liter Wasserdampf ein. Nachdem also durch das Verdampfen die gesamte Luft aus dem Fass entwichen ist, wird das Fass verschlossen und beim Abkühlen kondensiert das Wasser wieder. Es geht also vom gasförmigen zurück in den flüssigen Zustand über. Da nun aber das Fass verschlossen ist, kann keine Luft eindringen, um die Druckunterschiede auszugleichen. Im Fass entsteht ein Vakuum und der Umgebungsluftdruck ist um ein Vielfaches größer, sodass das Fass schließlich implodiert. Das heißt, es fällt in sich zusammen, da der äußere Druck viel größer ist als der innere. In den Zusatzmaterialien finden Sie einen Link, der das gleiche Experiment in einem etwas größeren Maßstab zeigt, und zwar von einem großen Tankwaggon.